to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Julian. Happy birthday to you. Jetzt kommt Almut Stadtmann zu Wort. Gemeinsam mit Thilo Haase ist sie die gute Seele und die organisierende Kraft hinter den Julian Assange Mahnwachen. Und das seit Jahren. Sie trägt uns, ja, sehr gut. Bisschen Applaus, bisschen viel, ja, gut. Sie trägt uns einen sehr persönlichen Bericht von Julians Ehefrau Stella Moritz vor. Almut Stadtmann. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid. Stella Assange hat einen Artikel geschrieben, der bei ABC News erschienen ist in Australien. Und ich fand ihn so berührend, dass ich dachte, ich möchte das mit euch teilen. Stellas Frau verrät, wie sie die gemeinsamen Kinder großziehen, während Julian im Gefängnis auf seine Auslieferung wartet. Veröffentlicht wurde der Artikel am 8. Juni 2022. Stella befürchtet, dass die Kinder den Kontakt zu ihrem Vater verlieren werden, wenn ihr Mann Julian Assange an die USA ausgeliefert wird. Sie schreibt in dem Artikel: Mein australischer Ehemann Julian Assange kämpft in einer 3x2 Meter großen Zelle in Großbritanniens härtestem Gefängnis namens Belmarsh um sein Leben. Am 3. Juli wird Julian 51 Jahre alt, heute. Heute wird das vierte Jahr sein, in dem er seinen Geburtstag allein in einer Zelle verbringt, ohne verurteilt worden zu sein. Wenn Julian von seiner Zelle in den Gefängnishof gebracht wird, neigt er den Kopf nach oben, damit seine Augen sich auf die Ferne konzentrieren können. Wenn er die Augen zusammenkneift, wird der doppelte Stacheldraht über ihm unscharf. Dahinter liegt der offene Himmel. Kürzlich entdeckte Julian eine Familie nistender Elstern. Er entdeckte ihr Zuhause subversiv zwischen den Stacheldraht eingebettet. Ich glaube, unsere Familie ist wie diese Elstern. Wenn wir zusammen sind, sind wir immer nur ein paar Meter von ihrem Nest entfernt. Unsere Kinder, Gabriel, 5 Jahre, und Max, 3 Jahre, kennen ihren Vater nur aus der brutalen Umgebung des Belmarsh-Gefängnisses. Wir wissen nicht, wie viel Zeit unseren Kindern noch mit ihrem Vater bleibt. Wir wissen nicht, ob wir ihn besuchen oder auch nur mit ihm telefonieren können. Sollte die Auslieferung stattfinden, behalten sich die US-Behörden das Recht vor, Julian unter so grausamen Bedingungen zu inhaftieren, dass niemand in seiner Lage sowas überleben würde. Julian und ich können uns des Gefühls nicht erwehren, dass er in der Todeszelle sitzt. Unsere wöchentlichen Besuche sind vielleicht die einzige Zeit, die uns gemeinsam bleibt. Aber wie lange noch? Ein paar Monate? Ein paar Wochen? Ein paar Tage? Ich fürchte, am Ende werden wir die Minuten und Sekunden zählen. Wären da nicht unsere Kinder, wäre diese sich nähernde Katastrophe alles verzehrend. Aber Julian und ich wissen, dass dies vielleicht die einzigen Erinnerungen sind, die unsere Kinder an ihren Vater haben werden. Wir machen unsere Besuche so fröhlich wie möglich. Ich brauche Gabriel und Max nicht zu erklären, was es mit diesem Ort auf sich hat, an dem wir ihren Vater besuchen. Sie leben es. Die Kinder laufen unter Stacheldraht und durch mehrere Schichten von Sicherheitsvorkehrungen, um zu ihrem Vater zu gelangen. Die Wärter suchen in ihren Mündern, hinter den Ohren und unter ihren Füßen. Die Gefängnishunde beschnüffeln sie von Kopf bis Fuß, von vorne bis hinten. Letzte Woche steckte Gabriel einige Gänseblümchen
die er an den Gefängnismauern gepflückt hatte, in seine Tasche, um sie seinem Vater zu geben. Nachdem er den Metalldetektor passiert hatte, wurden seine Gänseblümchen bei der Durchsuchung von einem der Wärter beschlagnahmt, wenn auch widerwillig. Bei Besuchen darf sich unsere Familie am Anfang und am Ende umarmen. Wir können uns über den Tisch hinweg an den Händen halten. Julian und ich dürfen uns nicht küssen. Aber Julian würde lieber seine Frau küssen und dafür bestraft werden, als dass man ihm das auch noch wegnimmt. Also küssen wir uns. Die Kinder lieben es, ihren Papa zu besuchen. Julian liest ihnen Geschichten vor. Gabriel teilt die Faszination seines Vaters für Zahlen. Julian bringt ihnen raffinierte Tricks bei, wie man eine Orange am besten schält, wie man Chips öffnet, ohne dass etwas vom Inhalt verloren geht. Diese Dinge mögen für die meisten Menschen unbedeutend klingen, aber sie sind halt unsere kostbaren gemeinsamen Momente. Eine Kantine, in der Chips und Orangen verkauft werden, und die Kinderbuchsammlung des Gefängnisses sind alles, was der Besuchersaal zu bieten hat, den wir ein- oder zweimal pro Woche mit etwa 30 Gefangenen und ihren Familien teilen. Am 23. März wurden wir in Belmarsh getraut. Das Gefängnis, normalerweise voller Tragödien und Isolation, wurde für ein paar Stunden auf den Kopf gestellt, um unserer Liebe und unser Engagement zu feiern. Unser Nest im Stacheldraht. Das letzte Mal, als die Medien Julian durch die zerkratzten Scheiben eines Gefängnistransporters transportiert haben, war im Jahr 2019. Die britischen Behörden bestehen darauf, dass unsere Hochzeitsfotos aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht werden. Und weiteres mehr. Es fühlt sich an wie ein absichtlicher Versuch, Julian aus dem Blickfeld zu entfernen und ihn in den Gefangenen X zu verwandeln. Gesichtslos, ohne Stimme und ohne jemanden, der seine Behandlung bezeugen kann. Aber Julian ist nicht der Gefangene X. Er ist mein Mann und der Vater unserer kleinen Kinder. Wir sind Zeugen. Letzte Woche wurde in den spanischen Medien bekannt, dass Mike Pompeo, der Direktor der CIA unter Donald Trump, von einem spanischen Richter des obersten Gerichtshofs vorgeladen wurde, um über die angeblichen Pläne des US-Geheimdienstes zur Entführung und Ermordung von Julian auszusagen. Hoffentlich wird da noch etwas daraus, aus dem Fall in Spanien. Ich bin zuversichtlich, dass die Geschichte Julian rehabilitieren wird. Aber die Zeit läuft ab. Im Oktober erlitt er einen kleinen Schlaganfall. Sein Körper kann nur noch eine bestimmte Menge verkraften. Wir wünschen uns, dass die australische Regierung mehr tut, um Julian in diesem Kampf um sein Leben zu unterstützen. Denn seine Behandlung steht im Widerspruch zu den demokratischen Werten, weil unsere Kinder ihn brauchen und vor allem, weil er es verdient, nach Hause zu kommen. Das war Stellas Text auf ABC News in Australien. Vielen Dank und ich wünsche mir wie euch, dass Julian bald mit seiner Familie vereint ist. Free Assange! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Julia. Happy birthday.